So, meine Damen und Herren, jetzt wieder da und wir haben die erste Bewertung für Farbmittel erhalten. Ich sehe sowieso schon schwarz. Naja. Wir machen einfach mal einen Publisher-Vertrag. Mal gucken, was da kommt. Mittelalter-Strategie, mindestens 7 Mittelspiel. Wir haben nur noch Mittelspiele. Und dann würde ich einfach mal sagen, irgendein Sport, da können wir was rausholen. Ich nehme einfach mal den Vertrag an für den GS. Irgendein Stirn, dann kann man, glaube ich, mit Sports hier besser am besten. Besser am besten. So, wir nennen das Spiel einfach ganz einfach Fußball. Mit der besten Grafik reinkloppen. Und mal gucken. Jetzt müssen wir hier die Leute ein bisschen zuweisen. Das kennen wir ja schon. Und das wird gar nicht mal so simpel. Wir brauchen dann ein richtig geiles Spiel, was wir uns rausholt irgendwie. Wir machen, glaube ich, mal die... So, mehr können wir leider nicht machen. Und dann Simulation braucht mehr Spieler, mehr Support, Tutorials, keine Charakter. Der Markt hat sich normalisiert und das Spiel kam richtig scheiße an. Oh, wer hätte das gedacht? Oh. Ja, wir akzeptieren das mal. Wir machen mal ein Interview-Simulationsspiel. Gehen wir natürlich auf das Gameplay und nicht auf Dialoge. Das ist, glaube ich, sehr klar. Und andere Fachleute sehen es genauso. Das war mir eigentlich sowas von klar, dass andere Leute das genauso sehen. Punktemäßig allein schon in dem ersten Empfehlungs war es richtig geil. Ich hoffe, das Spiel wird auch so geil, wie wir auch so denken. Künstliche Intelligenz und sogar verbesserte künstliche Intelligenz müsste, glaube ich, mal uns hier ein bisschen rausholen. Und wir machen natürlich, wir selber machen das, die Design-Sachen. Und Jennica macht den Trick. Das ist, glaube ich, schon mal okay. Auch wenn Jennica, naja, doch, wir hauen mal Jennica hier rüber und sie hier hin. Da ist ein guter Ausgleich, würde ich mal sagen. Okay. So, und jetzt kommt die letzte Phase. Wir haben uns ziemlich gut ausgenutzt. Ich glaube, wir hauen mal dieses Mal nichts raus, sondern wir lassen mal die anderen Leute jetzt was machen. Ich glaube, so in dieser Reihenfolge ist schon ziemlich okay. Das sind wir bei 87, 78, ich glaube, es ist schon okay. Tag-Nacht-Zyklus hauen wir noch rein, Stereo-Sound und gut ist. Also der Hype 10 ist schon gut, die Punkte fliegen rum wie verrückt. Wir haben auch sehr viele Packs drin, das holen wir aber jetzt raus und bauen nebenbei noch überall noch irgendwie ein paar Pünktchen rein. Und ich hoffe, dass das Spiel hier sehr viel einnimmt. Ich hoffe es mal. Wir müssen auch mal mittlere Spieler erstellen. Wir sehen auch, das macht einen ganz großen Unterschied. Da bin ich jetzt mal gespannt. Neuer Rekord und bestimmt auch irgendjemand Levelausstieg oder auch nicht. Und wir machen am besten gleich ein neues Spiel, ein mittleres Spiel. So, wir machen jetzt ein Zombie mittleres, erwachsene Zombie Action Play System PC Spiel Engine 4 Game. Ich hoffe, das kommt gut. Ach du Scheiße. Wir brauchen eine 7er Bewertung, oder? Wir brauchen eine 7er Bewertung. An sich ist das Spiel auch gar nicht mal so schlecht. Aber wir... Oh, wir können das alles übernehmen. Action braucht natürlich ein bisschen mehr Story und Quest. Gameplay-Action ist schon okay. Also die M-Box ist rausgekommen. Okay. Ja, gut. Vertragsstrafen. Ich hoffe mal, dass wir jetzt mal langsam wieder Geld eingeben, weil wir brauchen unbedingt Geld. Hier machen wir mal selber noch ein Marketing drauf. Ich hoffe, das wird was. Ein ganz kleinen Marketing. Weil die Schitte ist, dass wir jetzt, ja, gar nicht mal so nice drin sind. Das gefällt mir überhaupt nicht. Goals! Hier wurde ja Goals angeschrieben. Wie geil ist das denn bitte? Oh nein, oh nein, oh nein. Ja, komm, Kommentar. Ja, ich tue natürlich ein großes Risiko jetzt eingehen, nur die eine Richtung anzusprechen, also nur die Erwachsenen. Ich glaube immer, das wird schon ziemlich schwierig, nur die anzusprechen. Und ich sehe, wir sind wieder bei 5 Millionen, deswegen kein Problem. Strategiespiele sind gerade gut angesagt, okay.
Zombies kommt raus. Gutes Management. Nice. Also wir haben die Leute gut eingeteilt. Das erfreut mich ziemlich, ziemlich gut. Und wir müssen aber hier die beiden mal in Urlaub schicken. Ist doch alles scheiße, oder? Ey, nein, 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 nein. Die Scheiße ist, wir brauchen jetzt Spiele, die richtig raushauen. Und da können wir ja, was können wir da machen? Wir können hier nichts Vernünftiges machen. Außer wir erstellen komplett eine neue Engine, die wir uns durch noch nicht richtig leisten können. Was haben wir denn so noch Schönes hier? So, da hat wohl jemand aus Versehen nur geklingelt gehabt. Das ist auch ein Problem, habe ich auch nicht dagegen. Mitnehmen, aufnehmen. Ja, wir gehen wieder auf den mittleren Messestand, weil wir brauchen unbedingt den mittleren. Wenn wir jetzt nach unten gehen, ist glaube ich gar nicht mal ganz so nice. Ich lehne das natürlich ab, weil sowas brauche ich sowieso nicht. Und nachdem die zwei Sachen fertig sind, machen wir jetzt ein Strategiespiel. Strategie-Stadtspiel. Ich glaube mal, das passt gut zusammen. Wenn ich das Ganze einmal aufbaue, ja, es ist für alle ein kleines Spiel. V3 natürlich, wer sonst? Ein Strategiespiel braucht natürlich sehr viel Story und Quest, weil davon hängt eine Strategie einfach nur mal ab. Gameplay, machen wir mal vielleicht eher weniger. Ne, wir machen die Engine ein bisschen weniger. Und hauen mehr Spielermodus raus. Und Charakterentwicklung kommen wir raus und los geht's. Ja, knapp an den 200.000. Aber ich bin trotzdem zufrieden, dass wir so viele Leute haben. Und ich glaube mal auch schon, dass wir in nächster Zeit auch ganz viele Leute schaffen. So. Hive24 wurde schon rausgehauen. Zombies geht leicht nach oben. Ist schon okay, Strategie. Naja, Dialoge sind das ja. Ja, doch, eigentlich sind das ja Dialoge, deswegen hauen wir die mal raus. Level Design haben wir mal weniger. Und künstliche Intelligenz ist, glaube ich, am wenigsten wichtig von allen. Aber wir brauchen trotzdem mal so ein bisschen Intelligenz, weil man weiß, in welche Spielrichtung das geht. Und ich sehe gerade, wir haben hier auch ein Spiel drinne. Eigentlich ist es richtig nice, wie das hier so aufgebaut ist. Aber uns fehlt eben noch ein paar Konsolen, so. Die, wo man die Spiele antesten, habe ich mal so die Ahnung. So alles gleich stark, Surround, Open Worlds. Braucht man glaube ich mal nicht. Tag Nacht Zyklus. Nee, nehmen wir auch mal Tag Nacht Zyklus raus. Und sie muss in den Urlaub geschickt werden. Sie macht sonst überhaupt nichts. 1 Million Umsatz gemacht. Und wir sind nur noch bei 4 Millionen. Das glaube ich mal gar nicht so schnell, so gut. Die M-Box wird vom Markt genommen. Und die GameSpare. Und die New wird angekündigt. Nice. So, wir bringen das Spiel mal raus. Ich hoffe, das wird wieder mal gut. Also wir brauchen mindestens, ich sage jetzt mal, 200.000, die mehr Plus machen. Damit wir die monatlichen Kosten draußen haben. Und, naja. Christopher Sau, ja, bekommt wieder mehr. Moralische Entscheidung. Ach du Heilige, da kommen ja Spiele auf uns zu. Da bin ich echt mal gespannt, was da noch alles kommt. Wir machen ein mittleres Spiel im Thema. So, das Leben ist dein Leben. Natürlich wäre das besser mit der moralischen Entscheidung jetzt noch am besten, aber die haben wir im Moment noch nicht rausgekriegt. 800 kostet das. Ich glaube mal, es wird dann langsam mal wieder Zeit für ein Fußballspiel, weil die Gold-Dinger, die haben doch immer gut Geld eingenommen. Ach du Scheiße. Das ist ja richtig, richtig schlecht. Wir kommen ja noch nicht mal in die Sachen oben rein, dass wir jetzt zu sagen, okay. So, jetzt muss ich mal kurz überlegen. Engine, Gameplay, Story und Quest. Machen wir diesmal ein kleines bisschen anders. Ein Strategiespiel. Wir haben mal auch lineare Dings rein. Und da Strategie vor uns nie ganz nice ankam, machen wir mal die Story mal ein bisschen runter. Auch wenn ich nicht denke, dass die Story runter muss. Aber wir können es einfach mal probieren. So, M-Bucks wird nicht länger unterstützt und das andere auch nicht. Okay, wir brauchen unbedingt Geld. Ich sehe, oh nein.
Überlegt man, wenn wir viel, viel größer werden, dann hätten wir jetzt riesen, riesen Probleme. Ich glaube, besser wäre, wenn man 12 Spiele mit einmal raushauen können. Aber es geht leider nicht. Und deswegen müssen wir uns so jetzt ein bisschen überlegen, wie wir das hier alles ein bisschen machen. Aber ich glaube mal, so ist es doch schon relativ okay. Verbesserte KI in den Strategiespielen machen wir mal raus. Wir machen mal die Konsti hier komplett raus. Und ja, okay. So, die letzte Sache. Ich fange gleich an zu heulen, weil ich bin so ultra schlecht gerade. Das Einzige, was wir dann noch machen können, ist dann wirklich nochmal so ein Goal-Sache rausbringen. Weil das sind die einzigen Sachen, die uns wirklich ein bisschen plus gemacht haben. Die Wende könnte man jetzt auch noch ein Spiel rausbringen. Wir könnten noch eine neue Engine erstellen, aber solange wir kein ordentliches Plus haben, ich sage jetzt mal nächstes 6 Millionen, dann bin ich gerne dafür, eine neue Engine zu erstellen, aber vorher nicht, weil wir einfach zu schlecht mit den Punkten sind. Levelaufstieg schon wieder für die Sawyer, die kriegt jetzt 57.000. Spezial und keine Ladebildschirme. Ho. Naja, gut. Wenn das im echten Leben mal so einfach wäre. Muss ich dazu noch irgendwas sagen? Also ich glaube mal, Goal wird mein letztes Spiel sein, was ich jetzt entwickle, aus dem folgenden Grund. Ich glaube, ich bin einfach nur fertig. Spieltutorials, Charakterentwicklung, Mehrspielermodus, gespeicherte Spielstände, ist schon okay. Story Quest nach unten, Gameplay Engine, okay. Also verbesserte KI und Dialoge komplett rausgenommen. Gehen wir mit den Spielwetten, das ist ein kleines bisschen nach unten und wir haben Tag-Nacht-Zyklus rausgenommen. Ja, ich wäre gerne dafür. Oh! Das ist natürlich jetzt eine gute Frage. Das habe ich einmal gehabt. Aber das habe ich seit langem nicht mehr beantwortet. Das Pushen des Spieles wird bestimmt Fans Minus machen. Und ich sehe gerade, wir machen die ganze Zeit Fans Minus. Extrem Minus. Wir sind 7000 weniger. Und ich sei einfach mal bescheiden. Mittlerer Messestand, ey, wir brauchen jetzt unbedingt Geld. So schlimm war das noch nie gewesen bei uns. Wir sind bei 1,5 Millionen, wir können gerade mal 3 Monate noch aushalten. 4 vielleicht. So, Blaze System 3 kommen jetzt raus. Und die G3 mit mein Leben und Goal 3. Ach du Scheiße. Also immer noch die 200.000 nicht erreicht, naja. Echt schade. Aber ich hoffe mal, 134er Hive. Alter Schwede. Dann bringen wir mal das Spiel raus, das gute Ding. Keiner bekommt einen Levelausstieg, das finde ich richtig, richtig geil. Und die Bewertung, komm bitte. 8, 9, 9, 10. Nice. Vielleicht, was mir gerade so eingefallen ist, vielleicht ist das Problem, Simulationsspiele funktionieren gut auf PC. Ich habe ja das Spiel nicht nur auf dem PC rausgebracht, sondern auch auf dem DS und auf der PS2. So, und vielleicht ist ja das große Problem, weil ich die so oft rausbringe. Und ich würde einfach mal sagen, Leute, wenn euch der ganze Part gefallen hat, gebt mir oben, wenn ich da einen Daumen nach unten schreibt mir in den Kommentaren, wenn ihr mehr davon sehen wollt oder auch nicht. Wir speichern das Ganze. Und dann bis zum nächsten Mal, sagt euer Menzi. Ciao, ciao.